Tag zusammen. Wir wollen uns in diesem Video nun mit der Divergenz beschäftigen. Also wir wollen mathematisch bestimmen, ob wir bei Vektorfeldern, ob es sich dabei um Quellenfelder handelt oder nicht. Das heißt, was machen wir? Wir nehmen unseren Nabla-Operator, den wir definiert haben, also die partielle Ableitung im kartesischen Koordinatensystem jeweils nach x, y, z in den drei Richtungen. Und diesen Nabla-Operator wenden wir jetzt an auf unser Vektorfeld. Das heißt, wenn wir so ein Vektorfeld f haben mit den Komponenten fx, fy und fz, das sollen jetzt die drei Komponenten sein unseres Vektorfeldes f. Naja, wenn wir jetzt den Nabla-Operator anwenden auf dieses Vektorfeld, das ist also dann eine skalare Multiplikation. Ja gut, dann ist das erstmal wieder ganz streng mathematisch. Wir haben also zwei Vektoren, uns interessieren die Komponenten erstmal nicht. Das heißt, wir haben also die Ableitung partiell nach x, y und z und dann hier die Komponente x, die y-Komponente, die z-Komponente unseres Vektorfeldes. Naja, und das ist dann mathematisch einfach, dass wir die partielle Ableitung der x-Komponente plus die partielle Ableitung nach y der y-Komponente plus die partielle Ableitung nach z der z-Komponente uns ansehen. Und diese drei Komponenten hier, fx, fy, fz, die können natürlich wiederum von x, y, z abhängen, aber wir betrachten bei der Divergenz jeweils nur die partiellen Ableitungen in x-Richtung, y-Richtung bzw. der z-Richtung. Machen wir dazu das Beispiel von aus dem ersten Video dieser Reihe. Wir hatten gesehen oder definiert, dass wir ein Vektorfeld definiert hatten mit den Komponenten x, y und 0. Na, darauf wollen wir jetzt diese Divergenz anwenden. Das heißt, wir haben jetzt den Nabla-Operator skalar multipliziert mit g. Das ist also dx, dy, dz multipliziert mit x, y und 0. Ja, was wir dann bekommen, sind also partielle Ableitung von x mal der x-Komponente von g, das ist also einfach nur das x, plus die partielle Ableitung von y mal der y-Komponente, das ist y, plus dz mal 0. So haben wir es ja gerade definiert, dass hier die x-Komponente partiell nach x abgeleitet wird, die y-Komponente partiell nach y und die z-Komponente partiell nach z. Wenn wir uns das ansehen, was passiert dann? Also die in der ersten Komponente x partiell nach x ableiten ist 1. Dann haben wir y, leiten wir partiell nach y, ist auch 1. Und z, die in der z-Komponente, das ist die 0, leiten wir ab nach z ist 0. Das heißt, das Ergebnis hier ist eine 2. Das heißt, ein positiver Wert. Was bedeutet das jetzt mathematisch? Das bedeutet, dass es sich um eine mathematische Quelle handelt. Es handelt sich um eine mathematische, Quelle. Das heißt also, wenn wir jetzt ein Volumenelement betrachten, haben wir also mehr, eine Zahl größer 0 heißt, bei einer Quelle ist, strömt mehr raus als reinströmt. Das ist, wie gesagt, erstmal nur ein mathematischer Betrachtung, ist keine physikalische Erklärung. Umgekehrt, wenn jetzt der Wert negativ ist, hätten wir eine mathematische Senke. Das heißt, dort würde dann die Energie, die Felder würden dann entsprechend reinfließen und verbraucht werden. Wir hatten noch ein zweites Feld definiert, ein sogenanntes Wirbelfeld. Das war ja folgendermaßen definiert. Wir hatten also das Wirbelfeld F. Das hatte die Komponenten y, 0, 0. Und danach können wir jetzt prüfen, wie sieht das mit der sogenannten Divergenz aus. Auch da bilden wir Nabla mal f, skalar multipliziert, also dx, dy, dz, skalar multipliziert mit y, 0, 0. Ja, man sieht dann schon sehr schnell bei der Betrachtung, also wir müssen hier die partielle Ableitung der x-Komponente machen. In der x-Komponente steht aber ein y drin, das heißt, schreiben wir das ruhig mal auf. Das heißt, wir haben hier dx, y plus dy 0 plus dz 0. Wenn wir das uns angucken, das hier ist aber 0, denn für die
Partielle Ableitung nach x ist, dass y natürlich eine Konstante und damit 0. Naja, und die übrigen beiden Komponenten sind auch 0. Das heißt also, hier handelt es sich um keine Quelle oder Senke bei diesem Wirbelfeld. Die Divergenz ist 0. Naja, und jetzt kann man diese mathematische Operation, diese Darstellung hier mit dem Skalarpunkt, die wird dann manchmal auch noch etwas anders geschrieben, dass man diese Divergenz, wie es jetzt hier oben steht, also das hier schreibt man in der Mathematik manchmal auch aus als Divergenz des Vektorfeldes f. Damit ist aber immer gemeint, dass man eine skalare Multiplikation des Naple-Operators mit diesem Vektorfeld hat. Das ist dann immer eine alternative Darstellung bei der Divergenz.